Heute habe ich auf der schwedischen Top-10-Liste eine Aktie gefunden, die mich speziell interessiert hat. Und zwar Swedish Match Tobacco. Das habe ich natürlich noch nie gekauft, denn ich rauche nicht gern. Obwohl das hier, wo wir gerade sitzen, der Ort ist, wo die Obermarkt-Mitarbeiter rauchen dürfen. Die Aktie ist aber unglaublich gut. Schauen Sie nun mal die Ränge an. Sie sind sowohl Value, Safety, als auch kombiniert enorm hoch und sogar das Wachstum ist dort. Ich habe gedacht, ich schaue mir die Aktie genauer an und etwas extrem Spannendes für mich als Nichtraucher gefunden. A World Without Cigarettes. Das macht doch viel Sinn. Ich habe mir das ganz genau angeschaut, weiter gegoogelt. Die Firma ist spannend, sie hat viele junge Mitarbeiter, auch viele Frauen, gefällt mir auch. Und was noch ganz wichtig ist, die finanzielle Richtlinien der Firma, also die Ausschüttungspolitik ist sehr positiv für Aktionäre. Und nun habe ich gedacht, ich google das. Und wie das so ist, es gibt positive und negative News zu Tobakofirmen. Muss man natürlich wissen, das ist ganz klar. Aber wenn ich das so genau anschaue, mindestens ist es kein Rauch, mindestens ist es kein Lungenkrebs und das ist schon etwas viel, viel Besseres als vorher. Und dann kaufe ich diese Aktie gerne, denn sie zahlt gute Dividenden.